Auch wenn ich ein großer Fan von KI-Tools bin und eine KI sogar ein kleines bisschen bei der Erstellung des Videos geholfen hat, sollten wir auch mal einen Blick auf die Schattenseiten von KIs werfen. Deshalb beschäftigen wir uns in der ersten Folge der IT-Trends mit den Nachteilen von künstlicher Intelligenz in Bezug auf den Datenschutz. Ich bin Alex, euer Internet-Explainer, und auf diesem Channel schauen wir uns an, wie wir unser digitales Leben sicherer und privater gestalten können. Starten wir direkt mit dem ersten Grund, warum künstliche Intelligenz und Datenschutz vielleicht nicht ganz so gut miteinander vereinbar sind. Und das ist, dass viele KI-Tools extrem viele Daten von uns mitschneiden. Viele von uns sind es gewohnt, dass bei Online-Diensten zahlreiche Daten von uns mitgeschnitten werden. Aber bei einem Tool wie ChatGPT könnte man ja hoffen, dass das nicht der Fall ist, weil wir so viele private Informationen dort eintippen könnten. Ich habe zum Beispiel mal versucht, ChatGPT als meinen Fitnesstrainer oder als Life-Coach einzusetzen. Nun aber leider ist bei ChatGPT das genaue Gegenteil der Fall, denn das Tool trackt eigentlich alles, was du eintippst. Das haben sie immerhin in die Datenschutzerklärung reingeschrieben, die ich euch mal hier einblende. Die ganzen Links habe ich euch übrigens auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und dort steht mir mehr oder weniger, dass alles, was du in das Tool eintippst, theoretisch von Mitarbeitern von ChatGPT, von OpenAI eingesehen werden könnte. Es gibt sogar auch eine extra Rubrik in einem Hilfsartikel, wo sie erklären, ob sie unsere Daten zum Training der KI verwenden. Und dort steht nochmal ausdrücklich drin, ja, sie benutzen die Daten, die Informationen, die du eintippst, als Training, um die KI weiter zu verbessern. Meine Vermutung ist, dass sie diese Informationen jetzt nicht für personenbezogene Werbung verwenden, sondern um den Dienst weiter zu verbessern, wie sie es auch schreiben, weil darauf basieren KIs, dass man durch sogenanntes Reinforcement Learning die Dienste immer weiter verbessert und ihnen Feedback gibt. Aber trotzdem ist es ein etwas komisches Gefühl zu wissen, dass alles, was ich dort eintippe und gerade bei den vielen privaten Informationen, die viele in solche Tools eintippen, dass die theoretisch eingesehen werden können. Der zweite Grund sind die Datenlecks. Selbst wenn du sagst, dass es dir egal ist, dass die KI mit deinen Daten trainiert wird, und selbst wenn du sagst, dass es dir egal wäre, wenn du personenbezogene Werbung auf Basis von den Informationen bekommst, die du in das Tool eingegeben hast, gibt es immer noch ein großes Risiko bei den ganzen Informationen, die du eintippst. Das Risiko ist, dass deine Daten bei sogenannten Datenlecks in die falschen Hände kommen. Das könnte beispielsweise passieren, wenn sich Hacker bei OpenAI einhacken, oder es könnte auch bei einem Fehler im Quellcode, bei einem Fehler in dem Programm passieren, wie es tatsächlich vor wenigen Wochen der Fall war. Laut einem Artikel von Heise kam es dazu, dass manche Benutzer die Eingaben, die Informationen von fremden Benutzern bei ChatGPT einsehen konnten. Unter anderem deshalb hat Samsung es sogar verboten, dass ihre Mitarbeiter Tools wie ChatGPT verwenden, weil ansonsten Geschäftsgeheimnisse in die falschen Hände kommen könnten. Der dritte Grund ist der Verstoß gegen die Datensparsamkeit. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, war in Italien ChatGPT für einen ganzen Monat lang gesperrt, weil die rechtliche Grundlage für die Datenspeicherung gefehlt hat. Mittlerweile funktioniert das Tool wieder in Italien, aber es zeigt ganz gut die Diskrepanz zwischen Datenschutzgesetzen wie der DSGVO und den KIs. Denn die Grundlage von KIs ist es ja, dass sie mit möglichst vielen Daten trainiert werden. Und eine Grundlage von Datenschutzgesetzen wie der DSGVO ist die Datenminimierung, also dass so wenige Daten wie möglich gesammelt werden dürfen. Allerdings muss man hier auch einen Unterschied machen zwischen öffentlich zugänglichen Daten und personenbezogenen Daten. ChatGPT wurde beispielsweise mit 570 Gigabyte an Daten, an Texten trainiert, aber diese Texte waren meines Wissens nur öffentlich zugängliche Texte, beispielsweise von Reddit, von Wikipedia oder von ganz vielen anderen Webseiten. Kritischer wird es allerdings, wenn eine KI mit personenbezogenen Daten trainiert wird. Und das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Wenn man beispielsweise eine KI für den Gesundheitssektor trainieren will, dann braucht man erstmal eine ganze Menge von sogenannten Referenzdaten, mit denen die KI trainiert wird, damit sie deren halbwegs zuverlässige Ergebnisse liefert. Auch hier muss man nochmal etwas abschwächen. Also wenn man beispielsweise eine KI mit personenbezogenen Daten hat, dann ist es ja ein Unterschied, ob diese Daten alle in die Cloud zum Hersteller gesendet werden, wie es bei OpenAI, bei ChatGPT der Fall ist, oder ob diese Daten lokal verarbeitet werden. Bei iPhones ist es beispielsweise so, dass die Face ID, also das Tool, mit dem man das iPhone entsperren kann mit dem Gesicht, dass die Daten nur lokal auf dem Gerät gespeichert werden und laut Apple niemals zu Apple gesendet werden. Aber trotzdem gilt auch hier, damit so eine KI erstmal trainiert werden kann, damit so ein Algorithmus erstmal trainiert werden kann, braucht es eine ganze Menge von Referenzdaten, die auf personenbezogenen Daten basieren müssen. Kommen wir zum vierten Grund, und das ist die Blackbox. Als Blackbox beschreibt man ein Tool, bei dem man von außen nicht hineinsehen kann, was eigentlich dort drinnen passiert. Schon heute ist es ja so, dass Datenschutzaufsichtsbehörden oder auch andere Behörden Probleme haben, digitale Unternehmen wie Facebook, Amazon, Google und so weiter
Parameter zu kontrollieren und zu verstehen, was da drin eigentlich abgeht in den Algorithmen. Mit künstlicher Intelligenz wird das Ganze nur noch verstärkt, denn künstliche Intelligenz führt wahrscheinlich dazu, dass die Entwicklungen immer schneller werden und dass man immer weniger versteht, wie diese Systeme eigentlich funktionieren. Nicht mal die Eltern, also die Erschaffer von künstlicher Intelligenz, wie zum Beispiel OpenAI, können hundertprozentig nachvollziehen, wie die KI eigentlich funktioniert und wie sie Entscheidungen trifft. Das liegt unter anderem daran, dass eine KI wie GPT-4 ganze 170 Billionen Verknüpfungen, Parameter hat, mit denen sie Entscheidungen trifft. Der fünfte Grund sind mehr Hackerangriffe. Schon heute ist es so, dass KIs in manchen Fällen Krankheiten besser erkennen als Experten. Was hat das Ganze jetzt mit Hackern zu tun? Nun, es zeigt ganz gut, zu was eine KI fähig ist, wenn man sie auf einen kleinen Teilbereich sehr, sehr gut trainiert. Und das bedeutet, man kann eine KI auch auf negative Dinge trainieren, wie zum Beispiel auf das Hacken von Computersystemen. Und deshalb ist meine Meinung, dass es durch KIs eventuell mehr Cyberangriffe geben kann. Aber man muss auch auf der anderen Seite sagen, dass man eine KI natürlich auch darauf trainieren kann, dass sie Systeme besser absichern kann und wir deshalb durch KIs sicherere Systeme haben, aber auf der anderen Seite auch mehr Hackerangriffe und vielleicht schaukelt sich das dann in einer gewissen Weise nach oben. Ein Grund, warum unsere Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten immer polarisierter geworden ist, ist, dass Algorithmen wie die von Instagram, Facebook oder TikTok darauf basieren, dass sie uns immer extremere Inhalte anzeigen. Das wird dann auch noch durch die sogenannten Filterblasen unterstützt, die bedeuten, dass wir hauptsächlich Inhalte bekommen, die unserer eigenen Meinung entsprechen. Der Grund, warum Facebook und Co. Filterblasen und extreme Nachrichten pushen, ist ganz einfach, dass es dazu führt, dass wir länger auf ihren Plattformen verweilen und sie dadurch mehr Geld verdienen könnten. Das Ganze wird dann auch noch befeuert durch Fake News. Ihr habt vielleicht schon gesehen, dass es Stimmen oder auch Avatare, Personen gibt, wie zum Beispiel von Barack Obama gibt es Videos, wie er etwas sagt, was er gar nicht gesagt hat, einfach weil es von einer KI künstlich generiert wurde. Wie ich anfangs schon erwähnt habe, verwendet ChatGPT unsere Daten wahrscheinlich nicht, um uns personenbezogene Werbung auszuspielen. Aber jetzt, wo Google und Microsoft immer mehr mit solchen Tools herumspielen, wird es bei ihnen wahrscheinlich anders sein. Deshalb ist meine Prognose, dass wenn wir erstmal mit Google oder Microsoft sehr viel hin und her chatten und hier ganz viele personenbezogene Daten zum Preis geben, dass das dazu führen wird, dass diese Datenkraken uns noch zielgerichtetere Werbung ausspielen werden. Meine Meinung ist, dass wir das Thema KI auf jeden Fall sehr ernst nehmen sollten. Auf der einen Seite, weil uns KIs in vielen Lebensbereichen weiterhelfen können, effizienter, schneller und besser zu arbeiten. Aber auf der anderen Seite auch, weil KIs enorme Risiken mit sich bringen. Und zwar nicht nur die normalen Risiken, über die meistens gesprochen wird, sondern auch Datenschutzrisiken, die dazu führen könnten, dass wir mehr überwacht werden und besser manipuliert werden können. Natürlich ist es da wichtig, dass man über eine Regulierung nachdenkt, dass sich die Politik auch einschaltet. Aber ich glaube, es ist auch gefährlich zu sagen, dass wir das Thema KI überhaupt nicht untersuchen sollten. Denn auf der einen Seite könnten wir so enorme Fortschritte vermeiden, aber auf der anderen Seite könnte es auch dazu führen, dass andere Länder, die vielleicht nicht unseren Werten entsprechen, dass die KIs entwickeln und wir letztendlich mit diesen KIs arbeiten, die dann nicht unsere eigenen Werte haben, einfach nur, weil wir unsere eigenen KIs nicht selbst entwickeln wollten. Auf jeden Fall ist das Ganze ein sehr spannendes Thema und jede Woche entwickeln sich neue Dinge. Deswegen interessiert mich, was denkt ihr aktuell über KIs? Sind sie eher Fluch oder sind sie eher Segen für uns als Gesellschaft? Hinterlasst mir gerne mal einen Kommentar unter diesem Video. Wenn euch das Thema weiter interessiert, dann klickt gerne mal auf dieses Video. Hier gibt es eine Doku vom SWR über das Thema. Und wenn ihr an weiteren Videos über IT-Trends interessiert seid, dann gebt dem Video gerne mal einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Ich freue mich, euch im nächsten Video zu sehen. Macht's gut.